Die letzten Monate waren beachtlich. Mit jedem Tag, der vergangen ist, mit jeder Pressemitteilung der ESA, jedem neuen Auftritt von Josef Aschbacher, dem Generaldirektor der ESA, und jedem neuen Video, das sie veröffentlicht haben, bekomme ich immer mehr und mehr das Gefühl, dass die ESA im Moment mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit auf der Überholspur dahinrast, während die NASA mit ihrer SLS-Rakete auf dem Pannenstreifen feststeckt. Beinahe im Wochentakt veröffentlichen sie neue Projekte und zeigen so immer größere Ambitionen, Elon, NASA, SpaceX und Blue Origin in ihre Schranken zu weisen. Ich rechne damit, dass die ESA noch dieses Jahrzehnt eine wiederverwendbare Rakete samt wiederverwendbarer Oberstufe zur Marktreife bringt. Sowohl NASA als auch ESA haben beide im Moment unglaublich coole Projekte am Laufen. Mit diesem Projekt möchte die ESA Sonnenenergie aus dem All kabellos zur Erde transportieren. Das ist kein Witz, das ist nicht Science Fiction. Das sind echte Pläne der ESA und die Ariane Group hat in einem Video eine ganze Familie neuer Launcher vorgestellt. Für heute habe ich dir die aktuell coolsten und interessantesten Projekte der ESA und der NASA herausgesucht. Diese Missionen sind für mich beschreibend für den aktuellen Wettlauf um die Vorherrschaft im All. Auch wenn die ESA vielleicht etwas länger gebraucht hat, so denke ich, dass sie jetzt im richtigen Tempo auf der richtigen Spur unterwegs sind. Schau dir das Video bis zum Schluss an und mach dir ein eigenes Bild. Und jetzt gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Mars-Chroniken. Mein Name ist Zirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Nach den ersten zwei Startversuchen haben die Crews der NASA die betroffene Dichtung an der Schnellkupplung ausgetauscht und am 21. September bei einem Betankungstest auf die Probe gestellt. Es stellte sich heraus, dass der Austausch der Dichtung das Problem nicht behoben hatte. Beim letzten Startversuch lief etwa 8% Wasserstoff aus. Beim Betankungstest diese Woche lief 7% aus. Man hat aber ein wenig Troubleshooting betrieben und schließlich konnten sie die Tanks doch befüllen. Auch beim Betanken der Oberstufe gab es Komplikationen. Wenn dermaßen viele Komplikationen im Startfenster auftreten, dann kann es durchaus sein, dass man das Startfenster verfehlt. Trotz aller Komplikationen nennt die NASA diesen Betankungstest einen vollen Erfolg und steht weiterhin zum 27. September. Sie versuchen im Moment mit aller Gewalt zu verhindern, die Rakete ins VAB zurückschieben zu müssen. Sowohl intern als auch extern steigt der Druck für die NASA. Nächste Woche am Sonntag gibt es wieder ein ausführliches Artemis und Starship Update. Für heute habe ich einige andere coole Projekte für dich herausgesucht, die wir uns jetzt anschauen. Anfang November 2022 plant die NASA auf einer Atlas V ein Experiment zu starten. Die Mission heißt Lofted, der Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator der NASA demonstriert eine querschneidende Schale, eine Art Hitzeschild, für den Wiedereintritt in die Atmosphäre. Für Destinationen mit Atmosphäre besteht eine der Herausforderungen für die NASA darin, schwere Nutzlasten sowie Experimente, Ausrüstungen und Menschen zu transportieren, da die derzeitigen starren Aeroshells durch die Größe der Hülle einer Rakete eingeschränkt sind. Eine Antwort ist eine aufblasbare Aeroshell, die in einem viel größeren Maßstab als die Ummantelung eingesetzt werden kann. Wenn ein Raumfahrzeug in eine Atmosphäre eintritt, wirken aerodynamische Kräfte darauf ein. Insbesondere hilft der Luftwiderstand, es zu verlangsamen, indem seine kinetische Energie in Wärme umgewandelt wird. Die Nutzung des atmosphärischen Widerstands ist die masseeffizienteste Methode, um ein Raumfahrzeug zu verlangsamen. Ganz offensichtlich will man sich hier auf jenes Zeitalter vorbereiten, wo die Menschheit ihre Konsumprojekte im All herstellt und zur Erde zurückschickt. Was hältst du von dieser Idee? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Und bevor wir zu den Entwicklungen in Europa kommen, möchte ich dir noch diesen Test der NASA zeigen. Um die Belastbarkeitsgrenzen dieses aufblasbaren Habitats auszukundschaften, hat die NASA diesen Prototyp mit so viel Druck beaufschlagt, bis es geplatzt ist. Cool, oder? Das zeigt einfach, wie konkret sich manche Menschen schon Gedanken über die Unterbringung von Crews auf anderen Himmelskörpern machen. Kommen wir jetzt nach Europa. Die TU Delft hat mit der ESA ein Monderkundungsprojekt vorgestellt. Das Projekt heißt Lunar Zebro. Das steht für sesbeinige Roboter.
Also der sechsbeinige Roboter. Zebro zeichnet sich vor allem durch seine A4-Größe und sein leichtes Gewicht von 2,5 Kilogramm aus. Die sechs halbkreisförmigen Beine erlauben es dem Roboter bzw. dem Rover, unwegsames Terrain zu bewältigen und Orte zu erkunden, an die man keine Crews hinschicken möchte. Obendrein haben die studentischen Voraussetzungen dieses Projektes zur Miniaturisierung und einer starken Reduktion der Komplexität geführt. Das wiederum erlaubt es dem Team, größer zu denken, denn sie möchten in Zukunft ganze Schwärme von solchen Rovern auf dem Mond aussetzen. Ausgestattet mit Solarzellen, Akkus, wissenschaftlichen Sensoren zur Messung von Strahlung und anderen Werten und einer 2 Gramm leichten Kamera könnte Lunar Zebro einen wichtigen Beitrag zur Erkundung des Mondes leisten. Es wäre auch der erste europäische Rover auf dem Mond. Ich konnte noch nicht ganz herausfinden, mit welcher Rakete sie starten möchten, aber ich denke, sie kommen sicher bei einer Falcon 9, Ariane 6 oder Vulcan Centaur Rideshare Mission oder vielleicht sogar bei einer Artemis Mission unter. Und dass dieser Roboter ganz klare Anwendungen auf der Erde hat, brauche ich nicht zu erwähnen. Ist auch nicht das Thema heute, deswegen machen wir jetzt weiter. Apropos Rover. Der europäische Mars-Rover Rosalind Franklin, der dieses Jahr mit einer russischen Proton-Rakete zum Mars geflogen wäre, ist weiterhin am Boden und erwartet die Entscheidung des Ministerrats mit der ESA. Die Optionen sind, auf die Ariane 6 zu warten oder sich Hilfe von der NASA zu holen. Was ich so herausgehört habe, tendiert die ESA dazu, sich an die NASA zu wenden. Auch beim Ministerrat möchte der ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher massive Erhöhungen der europäischen Raumfahrtbudgets erwirken. Dabei sollen nicht nur die Budgets der individuellen ESA-Mitgliedsländer steigen, sondern auch das der ESA selbst. Ich glaube, dass Europa auf die harte Tour gelernt hat, dass Vertrauen gut ist, aber Abhängigkeiten nicht. Mir ist aufgefallen, dass die ESA auch in ihrer Kommunikation etwas geändert hat. Sie wirkt im Moment wirklich sehr selbstbewusst und kompetent, wenn es darum geht, ihre Zukunftspläne darzulegen. Dabei wird immer klarer, dass sie ihre Abhängigkeiten von anderen Raumfahrtorganisationen abbauen wollen. Das bedeutet aber nicht, dass sie weniger mit anderen Raumfahrtnationen kooperieren, sondern einfach nur, dass sie sich weniger abhängig machen. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt, so ist doch die Ariane 6 der unmittelbar nächste Schritt in Richtung Unabhängigkeit von den USA und Russland. Ich habe einen detaillierten Beitrag zu Ariane 6 produziert. Das findest du unten in der Videobeschreibung. Für heute reicht es zu wissen, dass die Ariane 6 von der ESA finanziert ist, von der Ariane Group designt und gebaut und von der Ariane Space betrieben wird. Hier in Kourou in Französisch-Guyana ist zum ersten Mal ein Ariane 6 Mockup mit der brandneuen Startrampe in Berührung gekommen. Den Bau der Startrampe hat die französische Raumfahrtagentur CNES angeführt. Aktuell laufen die Tests und Vorbereitungen für den Jungfernflug der Ariane 6, der vermutlich erst irgendwann nächstes Jahr stattfinden wird. Und ich habe meine Meinung geändert, was die Sache angeht, dass die Ariane 6 das europäische SLS ist. Denn die Ariane 6 führt zur nächsten Generation der europäischen Launcher, die wiederverwendbar sein werden. Vom SLS kann man das nicht behaupten. In Kürze müsste ein Hot-Fire-Test der Ariane 6 Oberstufe in Lampolzhausen durchgeführt werden. Danach geht es für die Oberstufe noch ins Stack Technology Center in den Niederlanden für weitere Tests. Was du hier siehst, ist keine Flughardware, sondern Testartikel. Und jetzt kurz zu einer anderen Sache. Die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti, die übrigens aktuell Kommandantin der ISS ist, hat sich letzte Woche mit der EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola per Videokonferenz unterhalten. Das ist deswegen wichtig, weil es ein großes Interesse des Europäischen Parlaments zeigt, Raumfahrt mehr und besser zu verstehen. Samantha war währenddessen auf der Internationalen Raumstation und hat der EU-Parlamentspräsidentin einen Einblick in ihren Alltag gegeben. Dabei hat Roberta Metsola ganz ehrliches Interesse gezeigt und verstanden, wie wichtig Raumfahrt für die europäische Souveränität ist. Samantha hat appelliert, dass Raumfahrt stärker in die europäische Politik eingebunden wird. Und das Beste daran, wir durften das alles über YouTube live miterleben. Echt coole Zeiten, in denen wir leben. Das sind alles ganz kleine Schritte in Richtung vollkommener Unabhängigkeit im Weltall. Die Ariane Group hat auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Paris vor ein paar Tagen eine neue Oberstufe vorgestellt. SUSI soll vollkommen wiederverwendbar sein. Manche haben schon von dem europäischen Starship-Pendant geredet, aber in Wirklichkeit ist es eine Mischung aus Dragon, Starship und Dream Chaser. SUSI ist mit der Ariane 6-4 und den kommenden Generationen der Ariane-Familie kompatibel. Ist dir bewusst, worüber wir hier reden? Wir reden von einem potenziell vollständig wiederverwendbaren System. Dafür muss aber erst einmal das Themis-Programm erfolgreich sein, denn sowohl die erste als auch die zweite Stufe sollen propulsiv
vertikal landen. Bevor wir zum Gesamtsystem kommen, möchte ich mir Susi noch ein wenig genauer ansehen. Die Form ähnelt einer Pfeilspitze. Auf der einen Seite befindet sich der Hitzeschutz und auf der anderen eine Luke für Nutzlasten und Weltraumspaziergänge. Dieses Raumschiff ist vielseitig einsetzbar, da es bis zu 5 Crewmitglieder befördern kann. Hinter diesen rechteckigen Klappen verbergen sich Triebwerke und Landebeine. Das Wiedereintrittsmanöver hat eine große Ähnlichkeit mit Starships Bellyflop-Manöver. Mit der Spitze voraus wieder rein in die Atmosphäre, dann mit Hilfe der Triebwerke aufrichten und propulsiv auf den Beinen landen. Das Ganze funktioniert mit und ohne Crew und ist eine weitere Bestätigung, dass auch die Ariane 6 Crew klassifiziert sein wird. Ich bin echt gespannt, ob SpaceX oder Ariane Spass zuerst Crews mit diesem Manöver landen. Übrigens, SUSI steht für Smart Upper Stage for Innovative Exploration. Das lässt schon erahnen, wohin die ESA möchte. Und jetzt ist es hochoffiziell. ESA und die Ariane Group möchten vollständige Wiederverwendbarkeit implementieren. Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichungen ist auch nicht zufällig gewählt, denn im November findet der ESA-Ministerrat statt. Ich denke, wenn die Ariane Group und ESA mit einer derart koordinierten Kampagne an die Öffentlichkeit gehen, dann stehen die Chancen gut, dass die EU-Minister zusagen, bei diesem Projekt mitzuspielen. Ich konnte leider keine genauen Spezifikationen zu SUSI finden, aber hier siehst du einen Astronauten im Vergleich. Das Ding ist nicht klein, ist aber auch keine permanente Lösung. Ich denke, für Reisen zum Mars wird man ein größeres Raumschiff bauen müssen. Wir befinden uns aber schon auf dem richtigen Weg. Irgendwie lässt mich dieses Design glauben, dass sich Starships Design auch in diese Richtung entwickeln wird. Denn das Design ist alles andere als zufällig gewählt. Was denkst du, könnte SpaceX irgendwann beginnen, die ESA zu kopieren? Also in meinen Augen markiert der Internationale Astronautische Kongress dieses Jahr in Paris den Eintritt Europas in den Wettlauf um eine führende Präsenz im Weltraum. Die Vorbereitungsarbeiten für diese zahlreichen Projekte sind vermutlich schon seit Jahren in Arbeit, aber jetzt, wo sie an der Öffentlichkeit sind, können wir alle daran teilhaben und uns darauf freuen. Und es lässt mich hoffen, dass noch viele weitere solcher coolen Projekte in den Startlöchern sind. Ich hoffe nur, dass die Micro-Launcher-Szene in Europa nicht ausgehungert wird. Auf dem IAC war auch die Rede von einem großen europäischen Cargo-Mondfrachter. Das wird beim Ministerrat im November auch Thema und irgendwas sagt mir, dass die Minister dieses Mal ordentlich Kohle rausrücken werden. Unsere Generation wird noch miterleben, wie nicht nur US-amerikanische, sondern auch europäische Astronauten, aber auch Astronauten anderer Nationen den Mond wieder und den Mars zum ersten Mal betreten. Dabei werden solche Rückschläge wie mit Rosalind Franklin zur Randnotiz in den Geschichtsbüchern werden. Und jetzt wird es richtig spannend. Mit dem nächsten Move erschlägt die ESA einen ganzen Schwarm von Fliegen. Das ist nur eine Metapher. Die ESA bringt keine Insekten um. Wenn der Ministerrat im November den folgenden Plan abnickt, dann verfolgt die ESA das Ziel, weltraumbasierte Solarkraftwerke im Orbit zu errichten, um eine Quelle von sauberer, leistbarer, nachhaltiger und im Überfluss vorhandener Energie zu erschließen. Die Idee ist mit Starlink und anderen großen Konstellationen verwandt. Denn bei Solaris nutzt man die Kapazitäten der Trägerrakete, um eine gigantische Solarfarm im Orbit zu platzieren. Der Vorteil dabei ist, dass man unabhängig vom Wetter und den Jahreszeiten Energie produzieren und zur Erde zurückschicken kann. Kabellos, versteht sich. Das ganze Projekt ist nur durch unglaublichen Fortschritt in der Robotik vorstellbar. Mit vollständig wiederverwendbaren Trägersystemen sind solche Projekte machbar. In dem Demo-Video werden sogar mehrere solcher Solarfarmen abgebildet. Was ich viel cooler gefunden habe als die Idee der Solarfarm im All, und die ist schon richtig cool, war die Selbstverständlichkeit, mit der sie das wiederverwendbare Trägersystem darstellen. Ich sage ja, es geht in die richtige Richtung. Laut ESA haben wir die fundamentalen physikalischen Prinzipien schon verstanden, um solche Projekte umzusetzen. Und um nochmal auf den Schwarm Fliegen zurückzukommen, wenn dieses Projekt Fuß fassen sollte, dann spielt die ESA hier gleich selbst den größten Ankerkunden für das wiederverwendbare System und gibt ihm somit einen Kickstart. Genau wie es Elon mit Starlink und der Falcon 9 auch gemacht hat. Und Jeff Bezos mit der New Glenn auch. Gleichzeitig hilft das Projekt, unser Energieproblem zu lösen. Und klarerweise braucht man für diese Solarfarmen keine großen Flächen. Tatsächlich nur die Fläche, die für den Raketenstart und die Empfangsstationen benötigt wird. Und was noch verrückter ist, ist, dass es quasi unendlich skalierbar ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass zukünftige Kolonisten auf dem Mond oder auf dem Mars von dieser Technologie profitieren. Bis Anfang der 2030er möchte die ESA zumindest Demonstratoren im All haben. 10 bis 15 Jahre sind, denke ich, angemessen für ein derartiges Projekt.
Wir wollen ja nicht mit Elon Musk assoziiert werden. Und wir reden hier nicht von den Ambitionen irgendeines kleinen Startups irgendwo in Hintertupfing, sondern von Plänen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Anders betrachtet ist es eine logische Konsequenz, dass Europa in dieses Geschäft einsteigt, denn die USA, China, Japan, Südkorea, Russland und Großbritannien haben ebenfalls Ambitionen in diesem Bereich gezeigt. Wenn die Minister wirklich zustimmen, dann könnte Europa tatsächlich Vorreiter in dieser Technologie werden. Diese Gelegenheit sollte unbedingt von den Ministern unterstützt werden. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich dir dieses Video von der Ariane Group zeigen, das ihre Vision zeigt. Ich denke, in diesem Fall ist der Flaschenhals der politische Wille. Aber wenn es nach ihnen geht, entwickeln sie einen Mini-Launcher mit wiederverwendbarer erster Stufe, einen vollständig wiederverwendbaren Medium-Launcher, einen schweren Launcher und einen Super-Schwerlastträger mit 2 Boostern des Mini-Launchers. Also du siehst schon, es geht in eine gewisse Richtung und das Schema ist immer das gleiche. Steuerflossen und Landebeine kennen wir schon von der Falcon 9. Mir gefällt vor allem die modulare Denkart, die es erlaubt, eine breite Palette an Raumschiffen und Nutzlasten sowie Crews zu befördern. Dazu werden sie neben Susi einige weitere Oberstufen und Kickstages in ihrer Flotte aufnehmen, um die ganze Palette der möglichen Missionen absolvieren zu können. Erklärte Ziele sind der Mond, seine Umlaufbahn sowie der Mars, seine Umlaufbahn und alles, was dazwischen ist. Und das in sich stellt den ersten von vielen Schritten in einer Reihe von Explorationsmissionen dar, die unser gesamtes Sonnensystem erkunden sollen. Wenn du gerne Mars-Chroniken schaust und mich unterstützen möchtest, dann freue und bedanke ich mich herzlich. Schau gerne in den Shop, denn es gibt eine brandneue Kollektion. Riesendank geht auch an alle meine Supporter. Ihr seid die Besten. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Per aspera ad astra. We'll be right back.